Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei, Wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben hier ein paar Teile Bitches bekämpft. Und müssen jetzt weiter, zu Farah. Die nette Frau, die wir getroffen haben. Und ich habe das letzte Mal gesehen, dass mir diese Stelle gleich nicht gefallen wird, die im Spiel kommt. Weil das Ganze ein Rätsel ist, das bei mir 10.000 Jahre dauert. Und wisst ihr was? Es kommt einfach jetzt schon. Cool. Du sollst hier schieben. Nee, du sollst da nicht draufklettern, du sollst schieben, Prinz. Das kommt mir ein bisschen schneller vor als auf der PlayStation-Version. Ich habe nur die PlayStation-Version gespielt von dem Spiel. Also nicht blind. So sieht das Rätsel aus. So, wir müssen hier diesen Hebel hier ziehen, dass die Brücke ausfährt. Sie zieht sich wieder ein und rüber. So. Gott sei Dank. Ich dachte, ihr wärt einer von denen. Nein. Helft ihr mir, das Verteidigungssystem zu aktivieren? Das bringt nichts. Wir sind beide dazu nötig. Ich setze die Achsen zurück. Der Mann, der das normalerweise macht, ist... Ach, egal. Tot. Fahrt die Plattform nach unten. Benutzt die beiden Kurbeln, um sie wieder hochzufahren. Seht ihr die vier Achsen? Ihr müsst sie alle vier, eine nach der anderen, aufnehmen. Dann müsst ihr sie zusammen nach oben bringen. Achtet auf die Reihenfolge, in der ihr sie aufnehmt. Also, Moment. Hier sehen wir etwas, was ich unbedingt haben will. Nämlich, das hier ist der Plan, wo sich die Achsen befinden. Wir sind gerade hier am Neumond. Das heißt, wir sind da unten, dann müssen wir eins... okay. Weil ich würde vorher gerne noch den Vollmond aufnehmen, weil wenn ich an den nicht rankomme, ist doof. Aber das sollte machbar sein. Wir nehmen einfach mal den Neumond mit. Das ist ja auch so einfach. Denkt dran! Achtet auf die Rillen! Ich bin dabei. So, jetzt dürfte ich eine nach oben fahren können. Exakt. Genau! Die eine Kurbel dreht die Plattform. Die andere hebt und senkt sie. So, kann ich jetzt eins runter? Das ist hoch, nicht runter. Nee, kann ich nicht. Da hängt mir der Neumond so ein bisschen im Weg. Ha. Ich kann den Neumond, wenn man das anders... Ja, sehr schön. Weil jetzt haben wir auch die Vollmondplattform hier. Jetzt können wir nämlich eins runter. Sehr schön. Ach, guck mal, wenn ich da auch mit ein bisschen Grips rangehe, dann funktioniert das. Nummer zwei. So, jetzt kann ich ja beide hochnehmen. Und dann kann ich wieder drehen. Und dann können wir ganz locker die anderen nehmen. Hoffe ich. So, als nächstes haben wir hier den Halbmond. Ich glaube, weiter kann ich sie jetzt auch nicht drehen. Exakt. Ach, guck mal, das passt da schon wie angegossen. So, noch eins höher. Nur
Ja, nur noch eine. Jetzt muss ich die nur so drehen, dass ich auch mit denen wieder runterkomme. Dreh mal weiter. So. Na, hoffen wir mal. Noch nicht! Ihr müsst alle vier Achsen aufnehmen! Ja, ich bin ja nicht ganz blöd. Schön. Hat super geklappt, muss ich sagen. Jetzt muss ich die dann da oben nur noch drehen und wow! Lief ganz gut. So, weiter. Weiter. Jetzt stimmt's so. Und jetzt kann das Ganze dann auch hoch und das war's. Toll! Ich wusste, ihr schafft es! Ging schneller als gedacht. Ich hatte schon Angst, ich würde jetzt wieder 10.000 Jahre an so einem Rätsel hängen. Nur noch eine Sache! Seht ihr die Plattform? Betätigt euren Hebel! Dann bin ich dran! Was für eine Maschine ist das? Ja, wir müssen. Ich sagte, es ist das Verteidigungssystem! Verschwendet keine Zeit! Betätigt den Hebel! Und das ist jetzt der größte Fehler, den wir in diesem Scheißspiel machen werden, bis auf die Sanduhr. Aber das hier ist der zweitgrößte Fehler in dem Scheißspiel. Um Himmels Willen! Geschafft! Geschieht den verfluchten Dämonen recht! Sie sollen den Tag bereuen, an dem sie den Palast von Azad angegriffen haben! Ja, aber es bringt nichts gegen die, weil jetzt aktiviert sich dieser Scheiß hier. Und das Lustige ist, unser lieber Freund daneben wurde gerade vom Sand erwischt. Ja, und wir müssen jetzt gleich durch dieses Meer ausfallen durch. Sprich, das Verteidigungssystem ist unser Feind. Und wir müssen kämpfen. Ah, wir können doch blocken. Wunderbar. So, wir können doch blocken, aber das geht nur im Kampf. Nicht so wie in den anderen Prince of Persia-Teilen, wo man auch geblockt rumlaufen kann. Sehr schön. Das war's schon. Cool. Denn jetzt geht's weiter durch das Meer der Fallen. Aber vorher wird nochmal gespeichert. Sehr schön. Ich hab echt gedacht, es würde länger gehen mit dem Rätsel. Na, was soll's. Ab da rein! Oh, wir kommen gleich schon in die Gärten. Das ist der neue Trick, den wir lernen können. Ja, wir wollen das Spiel speichern. Das nervt, weil ich... Oh nee, jetzt habe ich einen neuen Speicherstand gemacht. Ach, kack drauf. Weil das Dumme ist, ich muss immer mit der Maus speichern. Die könnte ich auch nochmal so nebenbei anschließen. Ne? Falls man jetzt gerade das Düdüpp-Geräusch gehört hat, das tut mir leid. Um über die Stacheln zu kommen, müssen wir extrem langsam gehen. Dafür wäre jetzt die Gen-Taste eigentlich nicht schlecht. Aber die haben wir ja nicht. Wow, wir haben super viel Leben verloren. Das hier ist jetzt auch wieder so ein Zeitschalter. Ihre eigene Logik. Sie konnte mit einigen strategisch platzierten Schaltern umgangen werden. Ich lernte schnell, sie zu erkennen. So. Doch es schien, als hätte ich einen schweren Fehler begangen, als ich dieses System in Gang setzte. Denn es war besser dazu geeignet, mir nach dem Leben zu trachten, als einem Angreifer, der nicht aus Fleisch und Blut war. Richtig. Das hier ist wieder ein Zeitschalter. Wir müssen jetzt durch dieses System durch. Und zwar ziemlich schnell. Kletter, 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 kletter. Wo ist die Tür? Da hinten ist es schon.
Schnell rüber. Vollidiot! Okay, wir müssen hier warten. Auch wenn ich nicht die Zeit zum Warten habe. Weil die Tür immer langsamer zugeht. Aber da kommen wir noch locker durch. Sehr schön. Und jetzt kommt gleich ein Kampf, ne? Jetzt kommt gleich ein Kampf. Mit dem Leben ist definitiv... Wow. Wir werden so sterben. Hier war irgendwo ein Brunnen. Ich will erst ein bisschen Wasser schlürfen. Die Scheiße ist, die porten sich und die lassen mich nicht in Ruhe austrinken. Oh doch, lassen sie es. Cool. Du stirbst. Du stirbst. Ah, oh, die Kämpfe, die werden noch richtig mies werden, weil das hier ist unsere erste neue Gegnerklasse. Aber keine Angst, sie sind noch harmlos, außer dass die ein bisschen mehr Schaden machen. Weil noch sind die alle mit diesem Trick hier zu bekämpfen. Später passiert genau das nämlich nicht mehr. Später können nämlich alle diesen Trick abwehren. Und dann geht das gar nicht mehr so schnell. Weil wir dann alle einzeln umschlagen müssen. Ungefähr so. Wir haben dem gerade in den Arsch gestochen. Sehr geil. Aber der Kampf ging noch. Noch ein Speicherpunkt. Wow, jetzt werden wir aber hier richtig behäuft mit den Dingern. So, jetzt müssen wir nämlich an den Gärten, in den Gärten nach oben. Hier ungefähr. Wie das geht, wird uns jetzt verraten. Wir speichern jetzt hier. Wir haben eben erst gespeichert und haben jetzt schon wieder 2% vom Spiel mehr. Komisch. Mal fangen wir hier an. So. Das Ganze wird jetzt ungefähr so aussehen. Richtig beschissen. Hier müssen wir den Schalter aktivieren. Was das hier aktiviert. So, und ab hier beginnt die Vision. Und, nein, wir haben einen Sandbehälter übersehen. Das heißt, wir werden gleich den Schalter nochmal drücken. Genau. So, Gegner dürften jetzt keine mehr kommen. Da hoch. Da hoch. Schwingen und darüber. Jetzt beginnt wieder eine ellenlange Kletterpassage. Und unser neues Fallensystem kommt ins Spiel. Das sind die schlimmsten Fallen für mich in dem Spiel mit den Sägen. Und diese Kombination ist echt Killer. Aber alles läuft gut soweit. Hier irgendwo noch eine Sandwolke? Da war wohl noch eine Sandwolke, die ich übersehen habe. Ne, das ist die Weitwinkel. So, wie kommen wir denn am besten da entlang? Ich weiß, was wir machen. So, so war das nämlich auch gedacht. Nur ein netter Umschwung hier. Aber ich glaube, hier ist noch ein Spezialbrunnen, an dem wir unser Leben ein bisschen auffrischen können. Dann kletter halt rum. Ah, ne, das war hier mit der Sandwolke. Ich glaube, wir haben trotzdem noch einen übersehen.
Schade eigentlich. So, was haben wir hier? Ha! Gefunden! Gut, unser nächster Brunnen, wo unser Leben ein bisschen stärkt, was definitiv gut ist. Ich war bestimmt schon mal hier. Ja, einmal. Sehr schön, gefällt mir. Ich war schon mal hier. So. Trink, Prinz. So, weiter geht's. Mehr Leben für uns. Fuck! Also, machen wir es geschickter. Ungefähr so, wie es auch gedacht ist. So. Oh, nee. Nee, 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 bitte nicht. Ah, die Sägen an der Wand. Ich hab sie vergessen. Das ist jetzt übrigens kein Scherz, ich hab sie wirklich vergessen. So. Hüpp. Falsche Richtung. Und zack. Ah. Machen wir mal. Du Vollidiot. Nee, die Weitwinkel bringt mir hier gar nichts. Die ist gut. Diese Kamera an sich ist wirklich Hammer. Bei dem Teil hier. So. Wunderprächtig. Jetzt brauchen wir nur noch den Schalter für hier, ne? Ich hab die nicht gesehen. So, jetzt aber. Rüber da. Und es ist ein Zeitschalter, also aufpassen. Und schnell wieder rüber. Und da rein. Gut. Farah! Könnt ihr mich hören? Nein. Ein weiterer Zeitschalter. Ach ja, jetzt kommen wieder so etliche Fallenkletterpasser. Moment, 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 Moment. So. Da muss ich lang. Oh Gott, ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft! Zack, da hoch, da hoch. Ja, den Teil kannte ich sogar noch. Und da hoch und da hoch und da rüber. Mein Gott, ernsthaft? Renn! Ach so.